Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal aus einer ganz anderen Perspektive, beziehungsweise vielleicht kennt ihr es noch aus dem letzten Video. Und zwar wollte ich mit euch heute mal wieder an dem Scanner weitermachen. Und das machen wir heute mal zusammen. Was wir jetzt brauchen ist ein Mikrocontroller, der NFC-Scanner selbst, USB-Kabel, Lötkolben und zu guter Letzt natürlich noch ein paar Kabel, damit wir das Ganze auch miteinander verbinden können. Ich baue euch jetzt mal ein bisschen schlauer auf und dann löt mir das ganze Ding mal zusammen. Und zwar habe ich hier schon einen fertigen Mikrocontroller. Der hat schon hier die Pins drauf gelötet. Das habe ich, glaube ich, direkt nach dem letzten Video gemacht. Jetzt brauchen wir noch hier einen NFC-Scanner. Ich möchte jetzt die Kabel natürlich wegführen, also nehme ich diese gerade Verbindung hier. Die wird also deutlich mehr Sinn machen. Legen wir einmal drauf und dann kann ich das auch schon festlöten. So, und wie ihr sehen könnt, ist das Teil jetzt vernünftig verlötet. Jetzt müssen noch die Anschlüsse dran, das geht aber relativ einfach. Dafür nehme ich jetzt einfach diese Teile hier. Ich brauche also einen weiblichen und männlichen Stecker. Die habe ich hier, schließen wir die einmal an. So, jetzt ist das Ganze soweit fertig. Die Sachen sind verdrahtet. Ich brauche jetzt also als letztes nur noch das USB-Kabel einmal hier einzustecken. Dann gibt es eine super praktische Test-Applikation von der Arduino.de, die kann ich einmal ausführen. Firmware-Check durchführen. Wenn ihr den durchführt und dabei den seriellen Monitor offen habt, dann läuft da einmal ein kleines Programm durch. Und wenn am Ende Result okay rauskommt, dann funktioniert euer Scanner höchstwahrscheinlich. Als nächstes lasse ich noch einen kleinen Sketch laufen, der heißt Read Personal Data. Den spiele ich gerade auf. Und wenn er fertig ist, dann sollte es möglich sein, Daten von dem Chip auszulesen. Wenn ich jetzt also diese Karte hier nehme, die einmal hier dran lege, dann sagt er mir hier oben, dass die Karte erfolgreich gelesen werden konnte. Und somit zeigt das, dass der RFID-Scanner funktioniert. Im nächsten Video werde ich vielleicht mit euch mal ein Display zusammenbauen oder so. Und dann ist der quasi schon fertig. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie das mit der Firmware und so funktioniert, wenn ihr da Bock drauf habt. Gut, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffentlich am Mittwoch um 16:30 Uhr. Bis dann, haut rein und ciao.